oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin raus und hallo und willkommen zur neuen One of a day Folge. Es gab da mal ein Spiel, das fand ich ganz nett, das hieß Reckless Racing. Mit Reckless Racing 2 und 3 dagegen konnte ich gar nichts anfangen. Es gibt auch das Spiel Reckless Getaway. Den ersten Teil, der ist irgendwie, glaube ich, komplett an mir vorbeigegangen. Neulich habe ich mir mal Reckless Getaway 2 runtergeladen, auch von der Firma Pixelbyte. Die stecken unter anderem auch hinter den App Space Marshals, Xenoverse und so weiter und so fort. Reckless Getaway 2, darum geht es heute. Die App, das Spiel, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das vorweg. Universal App, Gratis-App, Versionsnummer 1.0.5 liegt vor, 117 MB groß. Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.4 oder neu, ist kompatibel ab dem iPhone 5S beziehungsweise ab dem iPad Air. Beziehungsweise ab dem Apple Touch der 6. Generation. Bei 25 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,5 Sternen und es gibt verschiedene In-App-Käufe, die sich allerdings noch in einem durchaus akzeptablen Rahmen bewegen. Zum Beispiel ein Formel-1-Fahrzeug für, 3,49. Okay, ein Go-Kart für 1,09 €, ein Red Sport Car für 2,29, also die teuersten In-App-Käufe sind 3,49, das geht ja durchaus noch. Ich lese mal die Beschreibung vor. Es ist kein Kinderspiel, die Liste der meistgesuchten anzuführen. Dafür bedarf es harter Arbeit und einen schicken Schlitten. Gib Gummi und lass dich nicht erwischen. Level ohne vorgegebene Strecke, haufenweise epische Autos zum Freischalten, einfache Steuerung, ziemlich klasse Grafik und Physik. Und in Kürze mehr Autos, mehr Level und ein Haufen Features, an denen wir weiterhin arbeiten. Ihr steuert euer Auto durch eine Stadt, die bei weitem nicht zum Beispiel an GTA oder so erinnert, aber doch an, so Comic-Knit, Massengrafik, Haus, Häuser, Grafik, Gedöns mit anderen Autos und so. Daran erinnert es mich ein bisschen, auf jeden Fall. Ihr steuert da euer Auto, ihr werdet von der Polizei verfolgt. Je länger ihr braucht, bis sie euch kriegen, desto mehr Polizeiautos sind hinter euch her. Dann gibt es noch irgendwelche Straßensperren und aus der Luft mit Hubschraubern attackiert die Polizei euer Auto auch noch, um euch zum Stoppen zu bringen, beziehungsweise um euch zu verhaften. Ein Level, es gibt im Prinzip nur ein Level. Es ist ein unbegrenztes Level ohne vorgegebene Strecke halt. Das ist vorbei, sobald die euch haben. Das ist, heißt, wenn sie euch eingekesselt haben, ihr mit eurem Auto nicht mehr wegkommt oder euer Auto zerstört ist, dann fängt das von vorne an. Speichermöglichkeiten gibt es nicht. Es gibt im Prinzip keine große Story dahinter. Ihr könnt zwar neue Autos irgendwie auf jeden Fall mit echtem Geld kaufen. Ich weiß gar nicht, so weit bin ich nicht gekommen, ob man die jetzt auch irgendwie freischalten kann. Das gibt es. Und ansonsten Story gibt es nicht wirklich. Also wie da die Langzeitmotivation bei dem Spiel aussieht, das möchte ich doch tatsächlich glatt bezweifeln, dass die Langzeitmotivation gegeben ist. Momentan ist es allerdings noch für ein grundsätzlich gratis Spiel, weil das Standardauto reicht mir da, für ab und zu mal das Ding spielen, einmal versuchen, der Polizei möglichst lange zu entkommen. Ja, kann man durchaus machen. Ganz nettes Spiel, kann man sich mal anschauen und runterladen. Ist ja mit 100, knapp über 100 MB, was ja habe ich eben gesagt, 117 Megabyte, auch nicht so extrem groß. Läuft auf dem iPhone 6 übrigens absolut flüssig, auch was ich in den Bewertungen gelesen habe, dass das Gerät jetzt besonders heiß wird oder so, das konnte ich auf dem iPhone 6 nicht nachvollziehen. Also, ich sage einfach mal eine Download-Empfehlung meinerseits. Kann man sich, wie gesagt, einfach mal anschauen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de.
facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.